Kletterer Österreichs heute in seinem eigenen Heim, nämlich bei Vista. Eine Gartenparty, du hast den Garten sozusagen mit hereingenommen. Ja, wir haben hier den Garten auch in unserem Bistro im Vista 3 aufgebaut. Wir haben hier eine Flugentenbrust mit Wildkräutern, ein Kalbsschulterscherzel mit Brennnesselspinat, wird gerade frisch zubereitet für unsere Gäste. Ganz frisch, ein Biss sagt mehr als 1000 Worte eben im Vista 3. Jetzt sind wir heute doch mit sehr honorigen Gästen bei dir. Das freut uns auch sehr. Was sind denn so die Spezialitäten dieses Hauses? Dieses Haus kann unter anderem ja nicht nur kulinarisch verwöhnen, sondern es kann unter anderem auch jetzt für den Businessgast oder bietet für den Businessgast einiges. Vielleicht, wenn du uns jetzt auf einem Weg durch das Haus zeigst, was ihr da alles könnt und wen ihr euch als Gäste wünscht, dann freuen wir uns. Das heißt, wir gehen jetzt einen Stock höher. Das Vista 3 ist auch ein architektonisches Highlight. Das hat der Herr Kopp Himmelblau designt. Wir haben insgesamt eine Kollatierung für 600 Gäste, die wir im gesamten Haus unterbringen können. Und wir befinden uns jetzt gerade hier im ersten Stock, wo unser Veranstaltungsraum Sky und Blue, die gemeinsam bis zu 400 Gästen für Konferenzen und Abendveranstaltungen Platz bieten. Wie kommt man hierher? Wo parkt man? Wie viel Kapazität hast du in deinem Haus? Also wir haben im Haus eine Parkgarage für bis zu 200 Stellplätze und zusätzlich sind wir direkt an der U3 Schlachthausgasse und natürlich auch in der Nähe vom Flughafen hier im Dritten. Was bietest du uns denn heute alles hier? Heute bieten wir viel. Heute ist das Motto eben eine Gartenparty und da haben wir uns eben entschieden, dass wir sowohl das Thema Spargel aufgreifen natürlich, dann das Thema Kräuter mit Fischen, mit frischen Fischen und natürlich, was gehört zum Garten dazu, natürlich die frische Erdbeere und der Rhabarber, der in einem guten Knödel dann endet. Dann freuen wir uns, wer denn da heute aller Gast ist und fragen mal die Gäste, ob es ihnen auch wirklich schmeckt, das Impact Catering. Lieber Heinz, wenn du je einen Personalentwickler brauchst, würdest du die Patricia Haig nehmen? Ich muss leider Gottes im ÖBB Postbus ausschreiben, aber ich sage jetzt ganz ehrlich, ich würde alles versuchen, dass die Ausschreibung so ein bisschen in ihre Richtung geht. Gäste von Impact, schmeckt's euch? Also ganz ausgezeichnet, ich muss aber dazu sagen, außer dem ganz hervorragend dunklen Bauernbrot und dem Spargelsalat habe ich noch nichts gekostet, aber alleine das ist schon ausgezeichnet. Und ich muss ehrlich sagen, ich finde die Location wahnsinnig lässig. Ich hoffe, dass es noch ein bisschen dauert, bis das Gewitter losbringt. Ich habe eine sensationelle Personalentwicklerin kennengelernt und ich habe eine völlig neue Location kennengelernt, obwohl sie mir nicht ganz unbekannt ist, weil daneben die Gewerkschaft der Privatangestellten ist. Die guten Ideen mit der Indoor-Gartenparty sind jetzt sozusagen deine? Ja, die kommen jetzt von mir, weil ich habe gesagt, irgendwie müssen wir den Connect schaffen, relativ zeitig eigentlich dran zu sein mit einer Gartenparty. Nicht erst im Juni machen, da macht sie jeder, oder? Im Mai und gleichzeitig auch das Vista 3 gut rüberzubringen und Vista 3 ist nicht nur technisch, sondern es kann auch lebendig frisch sein. Irgendwann werden diese Gartenteppiche, sprich die Wiese, auch essbar sein, nehme ich an. Wäre eine lässige Geschichte oder wäre eine gute Idee, wenn das machbar wäre, weil immerhin zaubert es Frische und das ist genau das, was wir bei den Speisen oder mit dem ganzen Drumherum eigentlich auch drüber bringen wollen. Ja. Wie schmeckt denn das Catering von Impact? Ausgezeichnet, zart, flaumig, die Sauce Hollandaise, der Spargel am Punkt, der Bachsaibling wie frisch aus dem Bach gesprungen. Was soll ich dazu noch sagen? Und das Steak, das es nicht gibt? Das habe ich noch nicht gefunden. Liebe Frau Regner, schmeckt das Impact Catering? Hervorragend, danke schön. Ich habe frisch drauf gewartet. Was wird es denn bei der Plakatparty dann geben? Heute jetzt verkostet ihr sozusagen für die Plakatparty, kann man das so sagen? Das hoffe ich ja doch, aber ich habe meistens keine Zeit zu essen. Bei der Plakatparty, oder? Richtig. Heute ausnahmsweise schon. Heute schon und ich genieße das sehr. Wir wünschen es dem Christian Kittel, dass er irgendwann einmal euer Caterer ist. Da werde ich mal intern Gespräche führen. Da wirklich am Laufsteg warst du ja, lieber Roland. Und heute bist du einer der großen Eventveranstalter und testest dich hier durch und kostest das Buffet. So ist es, aber du hast mich leider schon vorher erwischt, bevor ich zum Testen anfangen konnte. Aber das Bier ist sensationell.